So, und natürlich darf ich das Mikrofon heute nicht vergessen zu aktivieren und begrüße euch daher etwas zeitverzögert von 2 Sekunden bei der neuen Folge von Krächzende Welten aus Studio 3 hier in Krefeld mit der Vogelgrippenpestilenz himself, dem Mayhawk. Ei. Ja, Moment. Zuma, mach dich mal nicht so dick. Muss mich mal gerade noch ein bisschen einrichten. Letzte Woche war ich ja auf Arbeit und geht ja schon mal gut los. Soli, danke. Danke. Moment, ich muss mir gerade mal kurz, ich weiß, was ich vergessen habe, Livestream-Feed. Soli, danke für 16 Monate Unterstützung bei diesem Wahnsinn. Ein Herz. Letzte Woche wunderbar Inventur gemacht. Sprich, einmal so um die, wie viel waren's? Position von etwa 10.000 Medikamente raus, gucken, ob Verfall, ob gut, ob zählen und wieder rein in die Maschine. Danach hat man von dem Scheiß geträumt. Ja. Und jetzt hat es mich mit einer Erkältung erwischt. Läuft ja schon mal gut. Fängt gut an, läuft super und ja. Der Witz an der Sache ist, wir haben jetzt mal ebenso bei uns in der Zusammenzählung. Wir haben sie jetzt gerade mal zusammengesetzt, was wir so an offenen Projekten haben. Und ich habe irgendwie gerade wieder meine Späßle für Memes entdeckt. Artikel 13 darf nicht durchkommen. Naja, auf jeden Fall gucken wir mal, wie weit wir heute mit Digimon kommen, weil Ryuji wurde ja letztes Mal von irgend so einem riesen Digimon-ähnlichen Datenpaket gesnackt. Und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, zum einen gesund zu werden. Aspirin sei Dank. Und den Rest schauen wir mal, ob das unsere Digi-Männer und Damen erledigen. Weil ich meine, wir haben ja zweimal Serum und einmal Datei dabei. Vielleicht kann ich eins davon laden, um schneller wieder gesund zu werden. Ich weiß es nicht, wie man das Ganze steuern kann, darf, will, soll. Ich denke mal, ich labe auch wieder viel zu lange. Daher würde ich einfach sagen, liebe Kantinenband, ihr habt jetzt erstmal Pause. Und wir starten direkt ins Spielgeschehen in Digimon Story Cyberschleuds Hackers Memory. Und natürlich sollte ich mein Mikrofon nicht muten. Vogel, es geht schon mal gut los. Ah, ich habe Ton. Ich habe Ton, das ist schön. Ach, kleiner Funfact noch am Rande. Ich hatte ja vorige Woche parallel dazu so ein bisschen noch technische Internetschwierigkeiten gehabt. Was lustigerweise dadurch entstand, dass irgendwie die Telekom... Warum ist das bei mir immer noch so hell? Das liegt an meiner Kamera. Eigentlich hält es schon gar nicht mehr da draußen. Und was ich jetzt natürlich noch nicht vergessen sollte. Einen wunderschönen guten Abend, lieber. Erstmal an den lieben Aminachu, an Ragnoran, an die Toki, an Momo, an Soli. Wie gesagt, vielen Dank für 16 Monate Schwachsinn-Unterstützung. Falls ich jetzt jemanden vergessen haben sollte, Deadpool, ich natürlich auch, Hallöchen. Sollte ich jemanden vergessen haben, Asche auf mein Haupt, ich bin krank. Bestimmt noch so hell, weil das eine Aufzeichnung ist. Genau, der echte Vogel liegt nämlich schon geteert und gerupft da. Tamara und Momo wollten nicht auf mich hören und haben sich jetzt mit der Vogelgrippe angesteckt. In weniger als 2 Stunden werden sie ebenfalls zu krächzenden Ungeheuern. Okay. Spaß beiseite. Es ist halt wirklich eigentlich so. Ich sehe schon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist einfach Kontrast, dass ich die Kamera halt hinten auf meinen. Quasi auf das Eck hier hinten fokussiert. Und da ist es halt etwas dunkler. Und dadurch, dass der diesen Fokus jetzt quasi heller macht, um das da hinten richtig abzubilden und ich halt auch dunkel angezogen bin, kommt der Bereich hier halt heller rüber, als was er wirklich ist.
Schlagt mich für meine Erklärung, die war vielleicht total verkehrt. Chris wird es sicherlich in wenigen Sekunden richtig in die da im Chat schreiben. Das ist mal ein Weißabgleich, glaube ich. Oder so. Kein Problem. Da bin ich da. Kein Problem, Kermit. Lass dir schmecken. Ich weiß gar nicht, was überhaupt heute unsere Aufgabe ist. Also, ich weiß auch schon, was unsere Aufgabe ist, aber ich weiß nicht. Es war, glaube ich, hier noch eine Nebenquest, die wir hatten. Nanako. Also, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss gleich mal gucken. Ach, Kopf. Erstmal einen Schluck von der guten. Wie soll man das am Bild? Das Schlimme ist, egal was man sagt zu dem Medikament, was ich gerade drin aufgelöst habe, man könnte immer auf eine gewisse. Veressigt säuerte Weidenrinde. Mal schauen, wie ich es heute mit dem Reden zusammenbekomme. Ich befürchte, heute kommt nur Blödsinn zusammen. Daher bitte verzeiht mir, wenn ich heute einen Verbaldurchfall produziere. Manchmal macht der Vogel mir Angst. Ich arbeite in Duisburg-Hochfeld. Und ich finde es weniger schlimm als Offenbach. Noch Fragen, Momo? Selbst schuld. Ja, dass ich dort arbeite, weiß ich, dass das ja selbst schuld ist. Aber die Tatsache, dass ich es weniger schlimm finde als Offenbach, ja. Weil das der Witz an der Nummer ist. Ich habe ja schon viele gefragt, die jetzt aus der Ecke da auch kommen. Und, gut, Duisburg hat natürlich, hat halt zwei Problemecken. Marxloh und Hochfeld. Und, könntest du hier einer um... Oh, Togi, du weißt gar nicht, wie oft ich jetzt mit Chris darüber geredet habe, dass ich mich in den Allerwertesten beiße, dass ich diesen Fehler, den ich damals gemacht habe, Das Problem war an der Sache, dass der abgehalfterte Quarkot da seine Mikrowelle nicht rausrücken möchte, um dass Chris mal eben in die Vergangenheit reist. Hat Chris nämlich selbst bestätigt. Kermit sagte, nö, die Mikrowelle gibt er nicht her, sonst hätte er nichts Warmes zu essen. Angeblich. Du schickst dir gerne mal seine Bananen durch die Vergangenheit. Nee, aber... Eigentlich geliert er sie. Was? Kermit seine Bananen? Oder seine Banane? Ich weiß nicht, was Kermit mit seiner Banane macht oder seinen Bananen. Ich glaube, da weißt du mehr als ich, Momo. Was hast du jetzt schon gesagt? Uff. Das knack. Nein, ich sagte uff, nicht knack, du Spiel. Diesmal habe ich wohl etwas gegen etwas Trockenes getreten. Ja, das war der Rest meines Hirns. Danke. Nun bin ich offiziell ein Spatzenhirn. Ach ja. Oh, mal schauen. Was mir jetzt gerade einfällt, ist das ja eigentlich gerade Autokannibalismus, was ich hier mache? Weil ich töte ja immerhin Federviecher.
Wobei ich echt, also ich muss sagen, ich bin halt echt überrascht, wie lange dieser Titel hier geht, weil ich glaube, jetzt bräuchten wir eigentlich unseren Statistik-Chris. Ich habe das Gefühl, Schleutz 2 ist echt um einiges wieder gestreckter als Schleutz 1. Keine Ahnung, ob das so ist. Töten ist nicht essen. Woher willst du denn wissen, was ich danach mit den Viechern mache? Rat mal, warum ich meinen so gut trainierten Bauch habe. Uff. Okay, einmal außenrum. Nun. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie beschleunigen. Oh, Entschuldigung. Wobei mir einfällt, ich könnte eigentlich unsere Mu-Paula, wenn ich sie einmal zurückdigitiere und neu trainiere, kann ich sie zu Marina Angemon nämlich machen. Fällt mir gerade ein. Ah ja, jetzt ist es platt. So, Paul. Ach so, ich erinnere mich, da war ja mal was. Boah, Himmelherr. Moment, ich glaube, ich hau gleich erstmal hier einen Kampfschutz rein. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Sekündchen. Ich muss halt echt sagen, so froh wie ich bin, wenn ich das Projekt durch habe, weil es halt echt sich wieder zieht, so ein Kaugummi. Irgendwie vermisse ich es dann schon direkt wieder. Ich hoffe echt, dass es noch einen dritten Teil davon gibt. Einmal kurz die Damen und Herren hochheilen. So. Nö. Bett. Nein. Wie, please? Ach so, ich habe ja... Oh. So, Hochsicherheitsstufe 3. Das Schöne ist, Stufe 3 bedeutet jetzt wirklich, da kommt nichts. Gut, dann wollen wir mal. Okay, ich glaube, da oben geht's weiter, also will ich hier runter. Jetzt habe ich Hunger. Oh, ich habe noch einen leckeren Salat. Problem ist nämlich, durch meine Erkältung hatte ich... Also ich habe zwar überlegt, mir was Warmes zu machen heute, aber ich hing da so mit dieser verdammten Erkältung halt und so, ach nö, ich muss essen. Ich will nicht. Ach. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen zu meinem eigentlich leckeren Salat gezwungen, wo ich mir dann gedacht habe, oh, da war wenigstens gut. Tamara hat eigentlich immer Hunger. Meine Füße fühlen sich schwer an, als ob ich durch einen Sumpf gehe.
Ach ja, genau. Du hast sie noch nicht gesehen, oder? Ach, sie haben sich immer noch gestritten, wie üblich. Sobald sie mich gesehen haben, haben sie gefragt, auf wessen Seite ich stehe. Sie waren früher so gut befreundet. Du musst dich beeilen! Ich bin mir sicher, sie sind immer noch dabei und du bist meine einzigste Hoffnung. Bitte hilf mir! Uff. Na gut. Oh. Was? Meine! Nein, meine! Ach stimmt, wir reden nicht mit Menschen. Mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch eine Folge machen, nur mit Zuckermons oder Numemons durch. Och nee, Zeit. Sind Sie beschäftigt? Warum sollen meine weniger gut aussehen als deine? Meine ist ganz eindeutig besser. Wovon redet ihr? Ich hab doch gesagt, du sollst abhauen! Halt es da raus! Was geht hier vor? Was? Du willst wissen, warum wir uns streiten? Wenn sie es dir sagen, dürfen wir dann weitermachen. So etwas tiefgrün... Ich hab Angst. Ich muss den Satz vorlesen. So etwas Tiefgründiges könnte kein Mensch jemals verstehen. Oh, okay, jetzt sind sie wütend auf mich. Vielleicht wird einer von ihnen ja mit mir reden. Ich ahne, was die Tiefgründigkeit ist. Es kommt von ganz tief drinnen. Vom Herzen. Beziehungsweise anderthalb Stockwerke darunter. Tu nicht so, als ob wir Freunde sind, Mensch. Halt aus unseren Angelegenheiten raus. Aha. Ich tippe mal ganz stark auf die Tiefgründigkeit des Darms. Es sind zwar Sachen, worauf ich nicht gerne wette, aber in dem Fall... so wie die da darauf rumpochen, naja. Befürchte ich es mal. Oh. So, damit sind die zwei Dinger schon mal weg. Was mir aufgefallen ist, verdammt, ich könnte jetzt Gold-Numemon ja schon ins Team nehmen. Ha! Nun, das klingt nach einem guten Plan. Also, wir beide... Wir haben verloren. Und, worum ging es jetzt mit unserem Streit? Weißt du, du willst immer noch wissen, warum wir uns streiten? Na schön, dass du uns besiegt hast, verraten wir es dir. Wir streiten wegen unserer Kacke! Ich sag doch, tiefgründig und so. Oh Gott. Streiten wegen und... Boah, liebe Übersetzer. Liebe... Hätte man das nicht schöner umschreiben können als Kacke? Okay, damit haben wir zumindest offiziell den Tiefpunkt des Streams erreicht. Das schon am Anfang des Ganzen, oder wie Chris sagen würde, das Niveau war innerhalb von Nanosekunden im Eimer. Danke. Nun ist dieser Stream abgestempelt auf Kott. Auf Kacke. Auf Mist. War doch so klar. Geh weiter. Also, wir streiten wegen unserer Kacke. Wir streiten, wessen Kacke besser ist. Meine Kacke ist besser. Nein, meine. Das...
dabei reden. Ja, ja gut. Es dreht sich in dem Spiel gerade um Kacke. Einmal ist jetzt besser geworden. Ja, wir wollten einen Wettbewerb veranstalten, um herauszufinden, wessen Kacke in allen Aspekten besser ist. Alles ist besser, nicht nur was die Farbe angeht, sondern auch in Form und Temperatur. Nein! Wie praktisch, dass du die ganzen Makel nicht erwähnt hast. Du auch, insgesamt, ich gewinne. Ihr wisst schon, dass das pervers ist? Ein Ärgernis? Kackdaten zu verbreiten ist ein Ärgernis. Ja, ein... Egal, nein. Wovon redest du? Meinst du, wenn du das sagst, hören wir auf, was zu diskutieren? Ja, ich werde Truman herbeirufen. Dieser Stream entwickelt sich gerade zu einem Kackstream. Jetzt weiß ich also, warum ihr euch streitet. Aber euer Wettbewerb ist sinnlos, versteht ihr das nicht? Das ist ekelhaft. Aber Form, Temperatur, Geruch, Textur, es gibt so viele verschiedene... Was? Nein. Das wisst ihr besser als alles andere. Also warum habt ihr euch zufällige Werte ausgewählt? Ich habe nichts zu sagen. Ihr solltet anerkennen, dass jeder Haufen Kack... Ihr solltet anerkennen, dass jeder Haufen Kacke was Besonderes ist. Abwechslung ist die Würze des Lebens. Nur wenn wir das akzeptieren, können wir die Kacke in allen Nuancen verstehen. Das könnt ihr nicht leugnen. Jetzt denkt mal drüber nach, wie dumm ihr euch verhalten habt. Tut mir leid. Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Natürlich werde ich dich für den Fall bezahlen, aber ich will dir auch sagen, wie sehr ich dich respektiere. Sag doch, Tiefgründigkeit. Erstmal Hi Shizuru. Danke für alles. Die beiden vertragen sich jetzt wieder. Es gibt übrigens etwas, das ich dir erzählen muss. Hä? Och nö, können wir dieses Thema nicht einfach abhaken? Da sie sich jetzt wieder verstehen, arbeiten sie gemeinsam daran, ihre Kacke noch weiter zu verbessern. Ich meine, sie würden gern die Meinung eines Menschen einholen. Och nö, sie wollen, dass du dir ihre Kacke anziehst. Oh nö. Bitte schau sie dir mal an, wenn du sie das nächste Mal siehst. Sie werden überglücklich sein, sie aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Ich muss weg. Vielen Dank nochmal. Och Mann. Ich denke mir das gerade auch. Captain, hier ist das nicht. Oh. Es tut so weh. Jetzt brauche ich Licht. Oh Gott. Nein, hier gibt es Kacke in allen Farben und Formen. Oh. Was? Den Senpai rehabilitieren? Och nö. Ah komm, ich hab's versprochen. Ihr kriegt jetzt einmal einen geheiligten Kotthaufen. Oh Gott, mein Kopf. Das war echt... Oh. So, da haben wir den ersten. Den, ich brauche noch... Was brauche ich denn noch? Da habe ich noch irgendeinen von den Scheißhaufen. Ah, scheinbar nicht. Schade.
Den kann ich aber mal noch laden. Wie versprochen, mache ich jetzt ein Team. Ich guck mal, dass ich ein Team aufbaue aus Kotthaufen. Also. Nehmen wir erstmal Gold Numimon ins Team. So. Digitation, dann muss ich jetzt den mal gucken, wie ich den. Oh, toll. Wird natürlich dementsprechend schwierig. Nokromon. Ne. Es wird nichts. Sumemon, ja, bitte. Na, sieht auch nicht ganz richtig aus. Na, egal. Gekomon. Den muss ich doch zu irgendwas Kottigen machen können. Nö. Kann ich zu irgendwie den zu irgendwas Kotten machen? Nö. Den jetzt? Ah ja, geht doch. Oh, das heißt, den nehme ich mit ins Team. Wenn einer eine Idee hat, wie ich einen Sukamon auf die Schnelle erstellen kann, also, ja, schreibt es mir mal eben einfach in den Chat rein. Und dann haben wir jetzt zumindest schon mal zwei Kottbrüder. eBay. Amazon. Wish. Sonst noch was? Und, oh Gott. Moment, einmal Taschentuch. Den Senpai rehabilitieren. Ich kann nur Haki-san bitten. Kann dir keine Details schreiben. Komm so bald wie möglich ins Krankenhaus. Okay. Es ist ein Fall von Jitose. Es klingt ernst. Ich sollte schnell zu seinem Zimmer. Herr Imai. Ach, der heißt Imai mit Nachnamen? Okay. Herr Imai, wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt? Ich gehe doch nur den Gang hinunter. Machen Sie doch kein Drama draus, Schnuckelchen. Ach, Sie machen sich so viele Sorgen um mich, Zwinker, Zwinker. Ich bin für die Sicherheit meiner Patienten verantwortlich. Nie hören Sie auf mich. Ah, Haki-san. Du hast meinen Fall übernommen. Danke. Sind Sie ein Freund von Herrn Imai? Dann sagen Sie es ihm. Er braucht Ruhe, aber ständig verlässt er sein Zimmer. Gehen Sie sofort wieder ins Bett. Nicht dieses Mal. Hier. Eine Freigangserlaubnis? Wie haben Sie die denn bekommen? Und mein Arzt hat sie unterschrieben. Es schmerzt mich zwar, sie zu verlassen, Schnuckelchen, aber ich muss doch mit dem Dödel hier gehen. Tja, wenn Ihr Arzt meint, es wäre in Ordnung. Aber versprechen Sie mir eins. Seien Sie pünktlich zurück. Auf die Minute. Natürlich. Sie ist nett, nicht wahr? Sie ist meine Krankenschwester. Ich glaube, ich werde mich umhören, was sie mag. Und nach meiner Entlassung werde ich sie mein Date bitten. Bieb. Wie grob von dir. Was glaubst du denn? Lass gut sein. Mach dir keinen Kopf wegen der Details. Dieses Stück Papier bringt mich hier raus. Das ist alles, was zählt. Aber. Ich erzähle dir mehr über den Fall, wenn wir ankommen, okay? Bring mich fürs Erste nach Eden. Am besten nutzen wir nicht die Edenstation des Krankenhauses.
Und Erikas Zimmer ist keine Option. Edens Station von Nakano liegt von hier aus am nächsten. Bring mich dorthin. Du kannst laufen, du hast zwei gesunde Beine. Okay, hier ist es gut. Danke. Was? Du musst dich auch in Eden einloggen. Also, ja, Fall, wenn du dort ankommst. Ach ja, bereite dich gut vor, bevor du kommst. Moment, kann ich mich auch hier einloggen? Ja. Schlimme ist, so langsam denke ich wie Haki-san. Oder er denkt wie ich. Müllplaza. Das Müllplaza war ja dann Ebene 1. So, Beschleunigung. Hochsicherheit. Oh. Uff. Na gut. Sag ich doch. Okay. Na, endlich bist du hier. Das hier ist ein besonderer Ort für mich. Wir haben Ryuji, Arata und ich die Gründung von Gamma beschlossen. Und ich später die von Hudi für Ryuji, nachdem Erika Hilfe gebeten hatte. Es kommt mir vor, als hätten... Naja, als hätten... als hätten diese beiden mich schon vor langer Zeit um den kleinen Finger gewickelt. Naja, und dann kamst du. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich mich auf dich verlassen könnte, aber... Jetzt bist du es, der Hudi an unserer Stadt beschützt. Mehr hätte ich mir nicht wünschen können. Danke. Und darum habe ich dich hierher gebeten. Ich will wissen, wie stark du jetzt bist. Du hast dich vorbereitet, bevor du hierher gekommen bist, oder? Dann legen wir los. Mein Digimon gegen deins. Danke. Zeig mir, welche Fortschritte du gemacht hast. Während ich ohnmächtig war. Ich bin ehrlich, jetzt hätte ich mir wirklich gewünscht, dass so eine Musik kommt, die aber auch wirklich dementsprechend ja, angepasst ist, sage ich mal. Also halt wirklich so diesen, es ist ja kein Kampf in dem Sinne, sondern mehr ein so ein bisschen das, was halt er den, ich weiß nicht, was ich beschreiben soll. Also ich finde jetzt die Musik gerade irgendwie unpassend. Der komplette Moment ist irgendwie für die Füße. Danke, Spiel. Uff. Ich sollte... Blechbüchse gegen... Was ist ein Hippo? Grippevirus? Hippo? Nee, wobei, das sind meine drei stärksten eigentlich. Uff. Egal. Machen wir erstmal weiter. Nochmal Vollmond Meteoriten einklopper. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich langsam an einem Punkt sein, wo ich mich aber auch mal ein bisschen vorbereiten sollte. Ausweichangriff. Äh.
Space Cray? Das muss ich halt echt überlegen sogar. Ich zeig's dir. Ja. Weil am Endeffekt, der bereitet jetzt halt echt alles drauf vor, um mir gleich eine richtig reinzuzimmern. Sag ich doch. So. Ich habe aber auch keine Feldboosts. Ach, egal. Ach, Spiegelbild. So. Und der haut einmal letzte Aura raus. Da ist nämlich unsere Moonpaula wieder geheilt. Ach komm, shit happen. Paula ist eine Kuh, die will ich gerade nicht haben. Ich nehme mal Hippokrates rein. Er hat Schwanz gesagt. So, es war blöd, wenn ich jetzt hier wieder komplett einmal durchheile, aber das Problem ist, Telewurm ist halt gerade mit seiner Attacke der stärkste im Team. Boah, uff. Und ehrlich gesagt, einmal möchte ich ihn auch angreifen lassen. Zwei Glänze und tschüss. Bad. Naja, Chitose wollte wissen, ob wir bereit sind, um Ryuji zu retten. Beziehungsweise, ob wir quasi eigentlich bereit sind, Hudi weiter zu beschützen. Das war eigentlich seine Intention, warum er uns überhaupt angegriffen hat. Angegriffen. Gute Arbeit. Bist du viel stärker geworden, seit du uns beigetreten bist. Das weißt du sicher selbst. Es ist unglaublich, wie weit du gekommen bist. Aber es reicht immer noch nicht. In Wirklichkeit habe ich dich herbestellt, damit die anderen mich nicht für unzuverlässig halten. Ich habe gehört, was passiert ist, während das Eden-Syndrom mich außer Gefecht gesetzt hatte. Als Ryuji und ich nicht da waren, hab du und Erika wie besessen gekämpft, um Hudi zu schützen. Aber was hab ich getan? Ich hab euch alle Sorgen bereitet und ich konnte die Leute nicht beschützen, die mir wichtig sind. Sogar jetzt schlafe ich nur im Krankenhaus. Ich bin absolut erbärmlich. Ach, Quatsch. Naja, 1 gegen 4, wenn du es genau nehmen möchtest. Ich hab ja einmal getauscht. Ich muss dein Niveau Ich muss dein Niveau erreichen. Da dürft ihr jetzt antworten. Also Chitose will offiziell unser Niveau erreichen. Okay. Wie soll ich mir sonst je wieder selbst in die Augen blicken können? Nein, Chitose, ich weiß. Momo, mein Gedanke. Nein, das willst du nicht. Ich bin es leid, anderen Leuten Sorgen zu bereiten. Ich bin es, der euch alle beschützen sollte. Also ist mein jetziger Zustand unverzeihlich. Oh. Ah, ich weiß, was jetzt passiert. Ist das Digitation? Jo. Sie reagieren auf mich. Kühlomann. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich vielleicht nie vom Eden-Syndrom aufgewacht. Kugelschnauze.
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Danke. Und Angemon, ich fühle mich geehrt, dass du beschlossen hast, an meiner Seite zu kämpfen. So bitte ich dich nun. Leih mir deine Kraft, damit ich alle beschützen kann. Ah, eine DNA-Digitation. Chakumon. Uff. Ich hätte, ja, ich habe vergessen, dass das dabei. Heslonmon. Danke, Momo. Besser hätte ich nicht beschreiben können. Ich hatte vergessen, dass das dabei rauskommt. Akisan. Shino, mein neuer Partner. Er ist so hässlich. Chakumon. Bedeutet das, dass ich ab jetzt noch stärker sein werde? Danke. Vielleicht habe ich jetzt eine Chance gegen sie. Ich habe es dir ja nicht erzählt. Aber tatsächlich wartet ein Klient auf mich. Du bist dort drüben, oder? Wie gefällt dir mein neues Digimon? Moment. Wie gefällt dir mein neues Digimon? Nokia. Es ist spitze. Was mir gerade auffällt, trägt Nokia Strapse? Ich meine, guckt mal so ganz. Hier so ganz unten im Bild. Die hat doch Strapse. Kermit. Nanu? Was? Ich habe mir euren Kampf angesehen. Das ist also dein neues Digimon. In Unter Null warst du ja völlig durch den Wind. Aber jetzt bist du auch du so viel stärker, Nokia. Dein Name ist Omnimon. Es ist aus Agumon und Gabumon digitiert. Chitose, es tut mir leid. Ich habe seit Unter Null viel durchgemacht. Ich wusste nicht einmal, dass du das Ehen-Syndrom hattest. Ich war total nutzlos. Ich habe dich als Mitglied der Rebels willkommen gehießen. Aber dich als Anführerin hängen gelassen. Dann hast du dir die Schuld gegeben? Ach, mach dir keinen Kopf. Du bist eh nutzlos. Außerdem habe ich mich ja entschieden, dir zu befolgen und mitzuhelfen. Und jetzt bin ich zurück, dank meiner Freunde. Aber... Komm schon, lass gut sein. Nutzlosigkeit ändert sich nicht. Außerdem, ich habe dich nicht hergerufen, um mit dir über diesen langweiligen Kram zu reden. Du willst doch auch nicht drüber reden, oder? Nein. Aber ich wollte mich ordentlich entschuldigen. Ich bin halt nutzlos. Akisan, ich habe es Chitose schon einmal gesagt. Meine Freunde und ich müssen jetzt einen extrem mächtigen Feind zum Kampf stellen. Omnimons Erklärung habe ich nicht ganz verstanden. Wie denn auch? Ich habe nur ein Bit Speicherkapazität. Jedoch weiß ich nur eins. Zerstören wir ihn nicht, ist die Welt in großer Gefahr. Darum habe ich Chitose um Hilfe gebeten. Ich will, dass er die Digimon in dieser Welt beschützt, während wir kämpfen. Also will ich, dass er mir zeigt, wozu Hudi inzwischen imstande ist, sich selbst zu zerstören. Nachdem ich gesehen habe, wie sein Digimon so stark digitiert ist, weiß ich, dass sein Wille stark ist und die Liebe zu seinem Digimon echt. Lassen wir mal so stehen. Aber... Es wird mehr brauchen als einen starken Willen. Zahllosen Kämpfer haben mich das gelehrt, die andere für mich geführt haben. Also werde ich jetzt eure Fähigkeiten im Kampf auf die Probe stellen. Richtig, das ist der wahre Grund für diesen Fall.
hilft mir zu beweisen, dass ich nicht mehr unzuverlässig bin und das Zeug dazu habe, Nokias Fall zu übernehmen. Indem wir sie im Kampf besiegen. Okay. Ich wusste doch, auf euch beiden ist Verlass. Ich weiß, ihr habt gerade erst gekämpft, aber wenn ihr damit klarkommt, kann ich darauf zählen, dass ihr die Digimon hier beschützt. Zeigt mir, wie sehr ihr eure Digimon liebt. Wir sind schließlich alle Hacker und Zähmer. Liebe hin und her. Udi zieht jedenfalls bis zum Ende durch. Also, wenn wir dich besiegen müssen, um diesen Fall abzuschließen, dann werden wir das tun. Das reicht uns. Stimmt's, Omnimon? Stimmt, Nokia. Wir haben so viele Hindernisse. Ja, wer quatscht jetzt? Die Schnauze oder er? Wir haben so viele Hindernisse überwunden. Jetzt müsst ihr uns überwinden, um ein neues Niveau an Stärke zu erreichen. Das Niveau ist nämlich anders nicht mehr zu erreichen. Vielleicht durch Stärke. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Uff. Los geht's, für die Rebels! Uff. Moment, ich könnte doch jetzt... Nein, weil ich habe nicht genügend Leute, die... Was interessant ist, den Ton, den ihr jetzt hört, das ist normalerweise das Battle-Team der Royal Knights. Also taucht dabei auch wirklich immer dann auf, wenn wir gegen einen königlichen Ritter kämpfen. Und ich weiß nur eins. Den machen wir platt. Gib alles, Omnimon! Uff. Warte. Sollte jetzt ein bisschen besser sein. Sollte er eigentlich nicht mehr haben. Das heißt, er ist theoretisch schon. Wollte gerade sagen, Schnee von gestern. Yay! Statin, Grippevirus. Ist doch schön. Und Hippokrates. Verdammt, Goldenumemon ist ja wirklich nützlich als Supporter. Okay, jetzt da ich weiß, wie stark ihr beide seid, habe ich ein gutes Gefühl dabei, euch die Digimon anzuvertrauen. Nicht wahr, Omnimon? Richtig, Nokia. Aber es scheint, als müssten wir weiter stärker werden. Ihr habt uns das vor unserem entscheidenden Kampf gezeigt. Danke. Du drückst dich so gewählt aus. Kaum zu glauben, dass du früher Agumon und Gabumon warst. Boah, dies. Nicht wahr? Er ist niedlich und dabei so cool. Omnimon ist der Beste. Uff. Das muss daran liegen, dass er gegen so viele verschiedene Digimon gekämpft hat. Was? Und du bist nicht mehr sein unzuverlässiger Typ. Stimmt's, Haki-san? Danke, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wer hier der Klient ist. Mach dir um solche Kleinigkeiten keine Gedanken. Okay, wir gehen. Ich überlasse es euch hier für Ordnung zu sorgen. Wir haben da schon etwas... Achtung, Wortwitz, ausgehackt. Was? Wie meinen?
Ach, das heißt so viel wie, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Es ist Hudis Motto. Oh, das gefällt mir. Es bedeutet also, wir kümmern uns darum. Also überlass es uns, richtig? Wir wissen genau, was du meinst. Nokia, gehen wir. Unsere Freunde warten. Nokia, bitte komm heil wieder zurück. Na klar. Wir müssen kurz die Welt retten. Danach bin ich wieder bei dir. Viel Glück. Ich hab da schon was ausgesteckt. Oh, Nokia, geh heim. Meinte sie etwa ausgehackt? Nicht mal das bekommt sie hin. Naja, sie ist wirklich sonderbar. Danke für all das. Du hast mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben. Aber... Moment. Aber meine Krankheit. Ich glaube, das war alles ein bisschen zu viel. Uff. Wat? du könntest mich nicht zufällig zum Krankenhaus zurücktragen. Ich glaube, ich habe mich dann doch etwas übernommen. Oh. Wat? Einmal mit Profis. Boah. Die Krankenschwester war stinksauer auf mich. Das gleiche ist passiert, als ich nach Odaiba gegangen bin. Ich dachte, ich hätte mich erholt, aber... Boah, dieses scheiß Eden-Syndrom ist ganz schön hartnäckig. Jedenfalls darf ich fürs erste Mal hier nicht weg. Beep, beep, boppa, beep. Nein, das werde ich nicht. Ich werde wohl, meinen treuen Schützling das Feld überlassen. Ach, mich darauf konzentrieren müssen, gesund zu werden. Nun, es ist schon eine Weile her, seit Warmer das Programm installiert hat. Wir sollten bald Informationen haben. Mach dir um mich keine Sorgen, Haki-san. Geh und hilf Ryuji. Den Senpai rehabilitieren. Ah ja. Ach Gott, das Spiel macht mich irre. Moment, das Ding war zwei Türen weiter? Brut, das... Ja. Gut, zumindest haben wir damit diese Mission erledigt. Glaube an Gott. Was ist das eigentlich? Ich wurde vom Drachengott gerettet. Oh, schlimm ist, ich möchte es gerne machen, aber ich will das jetzt hier durchziehen. Ein Handyman. Die Handyman lösen auch Fälle? Ich brauche einen Tipp für gutes Essen. Hilf uns, satt zu werden. Ja. Ein Fall für den einen Fremdenführer für ein Restaurant gesucht wird. Jetzt einige Leute haben die Vorfälle in letzter Zeit wohl völlig kalt gelassen. Ah, aber vielleicht ist es nicht schlecht, ab und zu mal sowas zu machen. Der Klient wartet in Shibuya. Aber was meint er nur mit dieser Welt? Sind der Klient? Er kommt zu spät! Hä? Du da! Mit dem Schmetterlingslogo! Wow! Hui. Das nenne ich mal eine Oberweite.
Moment, ich muss mal kurz Nase pudern. Ich glaube, das ist wieder ein Fall für das Möpsehorn. Bist du der Handyman, von dem alle reden? Ja? Wo ist die... Wow! Weißt du nicht, dass es unhöflich ist, eine Dame warten zu lassen? Das Schlimme ist, der eine Schatten auf der rechten Seite sieht aus wie... Es ist so... Das Spiel ist so... zieh dich bitte erstmal an. Was? Du nimmst sogar Fälle dann an, wenn du nicht sofort anfangen kannst? Ach, jetzt verstehe ich. Mirai hat mir erzählt, dass du Probleme relativ schnell löst. Ich dachte, sie meint damit, dass du kommst, sobald ich einen Fall ausschreibe. Tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Ich heiße Rina Shinomiya. Ich bin ein Digimon-Zähmer. Naja, wie dem auch sei. Nergeschimpft von oben. Ach nein, das ist die! Och nö! Ich weiß, wer das ist. Jetzt hat ihr schon zwei von der Sorte? Tamer. Kleiner Tipp noch. Was das Thema angeht. Digimon World Next Order. Da hatten wir die Dame auch. Ja, weil alles ins Notwendigste über Deutsch übersetzt wurde, konnte man nicht mal den Tamer behalten. Uff. Jetzt hat sie schon zwei von der Sorte und ist immer noch so nervig. Ja klar ist es geläufiger, aber... Weißt ja, wenn man es mal unbedingt übersetzen muss und so. Sieht aus, als wäre er endlich aufgetaucht. Das ist mein Partner... Ja, wie... Das Problem ist... So, zum Thema Übersetzen. Wenn man Vivi aus dem Englischen nimmt... Also nicht V-I-V-I, sondern so wie es da steht, könnte man es als Urin bezeichnen. So, fertig. Das Spiel ist jetzt vorbei. Das ist mein Partner Wiwi, das Ultra von Vidramon. Hi Kermit. Oh, Kermit, guck mal, Brüste. Gut, dass du gekommen bist. Wir haben Brüste für dich aufgehoben. Und, Pisse. Es ist Vivi, das Ultra von Vidramon, wie gesagt, was so heißt wie Pinkeln. Und das ist Kentarusmon. Wir kennen uns aus dieser Welt. Du brauchst mich diesen Menschen gar nicht vorzustellen. Was habe ich dir dazu gesagt? Kentarusmon hat viel durchgemacht. Er weiß immer noch nicht, dass es nette Menschen gibt. Darum ist er mit... ...und mir unterwegs. Jetzt brauchen wir dich als Fremdenführer. Ich glaube, du hast noch nicht alles erklärt. Er weiß nicht, wovon du sprichst. Ach, tut mir leid. Tut mir leid, so ist sie immer. Das Ding ist, wenn ich ihn Vivi nenne, ist ja gut, aber die Schreibweise bleibt immer noch so. Ich kann es nicht erklären, aber wir kommen eigentlich aus einer anderen Welt. Also wissen wir nicht viel über diese Welt.
Trotzdem redet Rina ständig davon, dass sie lecker essen und rote Bohnensuppe probieren will. Wir haben es mit Mirai besprochen und sie hat dich erwähnt. Ich probiere es aber gerne mal. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte, ohne wieder tot umzufallen. Rina isst alles, solange es nur gut schmeckt. Kannst du uns ein paar deiner Lieblingsrestaurants in dieser Gegend zeigen? Okay. Piep-bop-bop-piep. Was? Woher wir Mirai kennen? Oh, die Frage werde ich beantworten. Wie wir Mirai kennengelernt haben, ist eine hochinteressante Geschichte. Faszinierend sogar. Oh Gott. Schauen wir einfach auf ihre Brüste und sind glücklich. Den Rest blenden wir einfach aus. Wir haben sie in einer Parallelwelt getroffen. Alles Mögliche ist passiert. Zum Beispiel außergewöhnlich fantastische Dinge und dann, versuch nicht einzuschlafen. Es ist nicht leicht, sich all diese komplizierten Dinge zu merken. Vitramon. Möb. Vitramon. Nicht Wemon, das ist was anderes. Worum ging's nochmal? Achso, ja, wir wollten gerade lecker essen gehen. Unser Fremdenführer ist da, also kann's jetzt losgehen. Warte, Rina! Du weißt doch den Weg nicht, deshalb hast du ihn doch angeheuert. Warum gehst du voran? Ich glaube nicht. Vitramon hatte eine ganz andere Digitationsreihe sogar. Ich werde Menschen nie verstehen. Boah, jetzt bin ich da bin ich aber befragt. Ich glaube, Wemon ging zu Ex-Wemon. Und Vitramon war was ganz anderes. Boah, wie war denn das? Egal. Ich habe kein Wort davon verstanden. Ach Gott. Naja, ein komischer Haufen, aber anscheinend harmlos. Ich schaue es mir gleich mal an, also nach dem Stream. Ich werde tun, worum sie gebeten haben und ihnen gute Restaurants in Shibuya zeigen. Okay, habe ich Madame Prusti jetzt an der Backe. Toll. Also, nun kommt. Dann führen wir euch mal, wie Tramon digitiert aus Wemon. Okay. Wow, das ist also ein Restaurant, wo man in dieser Welt köstliches Essen bekommt. Nichts wie rein. Dieser Menschenladen ist mir nicht teuer. Hör auf diese Beschwerden und geh rein. Was es wohl gibt? Ich kann es kaum erwarten. Rina, freu dich nicht so früh. Das Tageskrieg ist die beste Option. Noms. Es gibt Steak. Ich hab mich entschieden. Ich nehme auf jeden Fall das. Was mit dir, Vivi? Ich nehme das Gleiche. Ich will gar nichts. Ich esse keinen Menschenfu. Für Kitaru ist man das Gleiche und für unseren Fremdenführer auch. Okay, Zeit zu bestellen. Entschuldigung. Du hast mich nicht ausreden lassen. Bitte sehr, viermal Steak. Ah, es ist da unser Dick. Ah, ist das gut. Ja, es schmeckt köstlich. Was meinst du dazu, Geradusmon? Wie gesagt, ich esse keinen. Oh, das ist meine Chance. Hä? Ja, ich habe ein großes, saftiges Steak. Wenn du glaubst, dass es... Wenn du probieren, dann irrst. Du magst ja für deine blitzartigen Reflexe bekannt sein. Aber du bist nicht schnell genug für mich, wenn es ums Essen geht. Sieht aus, als wärst du doch nicht das Schnellste. Was? Machst du dich über mein Tempo lustig? Verzeihung, könntet ihr bitte, leiser sein? Oh, Entschuldigung. Hört auf, ihr beiden, das ist keine Art, sich in der Öffentlichkeit aufzuführen. Jetzt habe ich zwei Steaks. Das lasse ich nicht zu.
Nanu? Was? Och nö! Ah, so gut, das reicht jetzt. Man hat uns herausgeworfen, nur weil Vivi und Kitarus Mann sich nicht beherrschen konnten. Schieb das nicht auf uns. Es ist deine Schuld. Du warst rüpelhafter als wir beide. Unser Fremdenführer hat nichts getan, um dich zu bremsen. Es war lustig. Was? Du hattest länger keine Zeit zum Ausruhen, also hat es dir gefallen? Okay, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber deine Arbeit muss wohl hart sein. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so hab gehen lassen. Ich konnte nicht aufessen. Gehen wir zum nächsten Lokal. Zeit, dass ich die ersehnte rote Bohnensuppe probiere. Okay, ich kann es nicht erwarten. Uff. Rina, warum lässt du unseren Fremdenführer zurück? Ich habe Angst. Wir müssen hier sofort weg. Das ist ein Kampfgebiet. Hoppla. Das ist ein Kampfgebiet. Ich habe drei Bekloppte an der Seite. Da wären wir. Hier gibt es rote Bohnensuppe, Götterspeisen und alle möglichen Süßigkeiten. Zeit für japanische Süßspeisen. Rina, jetzt wartet doch. Was ist los, Vivi? Sei keine Spaßbremse. Wenn du so aufgekratzt da reingehst, machst du nur das gleiche wie im letzten Lokal. Das werde ich nicht. Glaube ich. Also, ich glaube, so wie du dich aufführst, solltest du definitiv keine Zuckerspeisen zu dir nehmen. Und zieh dir endlich mal deine Möpse zu. Deine Huben sind ja schlimmer als... Eigentlich sind sie gar nicht schlimm, aber man macht sie in der Öffentlichkeit. Du kannst aber gerne zu mir nach Hause kommen. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das wirst du. Der ganze Zucker steigt dir sofort zu Kopf. Wenn du dich nicht einkriegst, wird uns der Zutritt zu sämtlichen Restaurants dieser Gegend untersagt. Untersagt? Du meinst, dann dürfen wir nicht mehr hinein? Sag doch sowas nicht. Auch ich bedauere mein schändliches Verhalten. Wir müssen uns da was einfallen lassen. Ich hab's. Rina weiß mal wieder, wo es lang geht. Ja. Wir setzen uns einfach hin und genießen die rote Bohnensuppe, wenn das mal klappt. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Natürlich. Okay, was soll ich nun bestellen? Du wolltest rote Bohnensuppe. Die rote Bohnensuppe sieht so gut aus, aber die Götterspeise auch. Oh, luxuriös. Drei-Gänge-Dessert. Mit rote Bohnensuppe, Götterspeise und Mochi. Das nehme ich. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Hier viermal das luxuriöse Drei-Gänge-Dessert. Das ist ja riesig. Ich habe wohl die richtige Wahl getroffen. Dieser Duft. Oh. Muss der Argan-Götterspeise sein. Wow, makellose Götterspeisewürfel. Und die edle rote Bohnenpaste sind eine himmlische Kombination. Was ihnen wohl durch den Kopf geht. Das ist, als würde ich einen dieser Restaurantkritiken schreiben. Solange ich nichts sage, kann ich aus dem Häuschen geraten, wie ich will. Und niemand kann wütend werden. Ich bin so schlau. Das ist doof. Vielleicht probiere ich jetzt das Mochi. Oh, sogar Kentarusmon. Kentaurosmon. Probiert davon. ist langsamer. Lass dir Zeit, genieße es. Ah, das wollte ich sagen. Nach der Götterspeise trinke ich vielleicht etwas grünen Tee, um den Geschmack zu neutralisieren. Misch dich auch noch ein. Die Kombination aus Stärke, Sirup und Sojapulver. Diesen Mochi ist ausgezeichnet. Schreibt denn hier jeder seine eigene Kritik?
Das reicht. Alle nach draußen. Schätze, wir haben keine andere Wahl, als um das Recht zu kämpfen, das Essen zu kritisieren. Was? Ich will auch, Mochi, aber... Warum habt ihr mich jetzt nachgemacht? Konntet ihr nicht einfach stumm da sitzen und essen? Du willst also die Einzige sein, die das Essen kritisiert? Das macht doch keinen Spaß. Genau, jeder sollte das Recht haben, zu sagen, was er denkt. Ihr wollt also alle das Recht haben, das Essen zu kritisieren. Das hilft alles nicht. Wir sind Demonzeller, meine Verschiedenheiten klären, mit denen wir kämpfen. Och nö. Ernsthaft? Weißt du, wo wir das am besten regeln können? Wenn wir vor dem Restaurant regeln, lassen die uns vielleicht nie wieder rein. Wir kämpfen jetzt? Och nö. Wirklich auf der Ebene 5 von Andernaulun? Das kenne ich nicht. Also bring uns hin. Klingt perfekt. Ich gehe voraus. Barin hauptsächlich fragwürdig befinden, warum sie ihre... Oh, Mochi, jetzt habe ich aber auch Hunger. Was? Wo ist die Startlinie? Warte, Rina. In meinem Tempo schlägt sie mich auf keinen Fall. Auch wenn ich's wollte, ich kann die Klienten nicht einfach alleine lassen. Bevor die sich danach verlaufen, ich guck mal, dass ich sie in Andernaulun abfange. Und dann gewinne ich das Recht, das Essen zu kritisieren. Was? Ernsthaft? Das Ganze... Nein. Egal. Uff. Dann gewinne ich das Recht, das Essen zu kritisieren. Ach, Spielpiece. Dieses Spiel. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Plot-Twiste teilweise einfach nur... Uff sind? Okay. Andernaulun. Oh. Uff. Weiß ich, gut. Man könnte jetzt sagen, dadurch, dass die Security Wall noch steht, konnte ja keiner da durch. Also von daher sind wir immer noch führend, aber... Spiel halt. Wobei ich mich gerade eher frage, wenn wir hier gerade eigentlich müsste... Also, Miss Bubi müsste gegen uns kämpfen. Dann müssten wir gegen Gentarusmon kämpfen. Und Omega Vitramon müssten ja auch nochmal Single kämpfen. Das müsste eigentlich so ein Battle Royale sein am Endeffekt und nicht Teamplay, weil das wäre irgendwie witzlos. Aber naja, gut. Wobei ich mich frage, warum hat nicht jeder einfach so ein bisschen seine Kritik zugelassen? Man hätte es auch friedlich lösen können. Wir hätten hier nicht den Trump markieren müssen. Also, eigentlich. Egal. Andernaulun, Ebene 5. Ich habe gerade irgendwas bekommen und es wie ein Bekloppter weggedrückt. Gut gemacht, Vogel. Das ist ein Traum. Blablabla. Mirai, was hast du uns da für eine doofe Nuss auf den Hals gehetzt? Bist du bescheuert? Meine Nerven! Blablabla. Muss gesagt werden. Musste gesagt werden. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal ein Numemon. Wozu können wir das dann digitieren?
Ah, Black King Novemon. Das finde ich gut. So, dann haben wir nämlich... Gold Numemon kann... Ah. Was? Wie? Wo, ach, das ist ein... Ah, okay. Ich brauche eine Fähigkeit von 10 und höher. Ach du Scheibe. Okay. Also muss noch ein bisschen trainieren. Okay. Moment. Ach, egal. Wollte ich ihn jetzt gerade hier? Ich heile mich erstmal. Oh ja, Kudamon ist eigentlich auch knuffig. Das Schlimme ist, wenn ich so alle meine Lieblingscharaktere aus Pokémon, Digimon und Co. zusammenpacken würde und als Plüschis zusammenlege, wirklich nur als Plüschi, ohne Originalgröße etc. Ich glaube, dann würde einem... Wart. 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 Trainingsbot confirmed? Trainingsbot confirmed? Jetzt bin ich gespannt. Nett. Trainingsbot confirmed. Zwar ist nicht unbedingt der Hauptspot, aber dafür, dass es, ja, eigentlich schon nett. Och, nö. Also das. Kann ich mich wenigstens an diesem blöden Ding da vorbei? Nein. Ach ja, okay. Also wieder Löcher rausfinden. TP, den... Naja gut, okay. Wo führt uns das Loch hin? Genau, war ja klar. Das dahin, danke. Dann einmal den wieder herstellen. Mein Körper fühlt sich immer noch so komisch an. Aber danke, das wird schon wieder werden. Danke noch auf jeden Fall. Nimm das. Das Schlimme ist, mein armes Garurumon dümpelt gerade oben auf dem Speicher, weil ich hier zu wenig Platz habe, den irgendwie zu platzieren. Ich glaube, ich muss mal die Bude wieder umräumen. Ich glaube, ich muss gleich mal noch was umbasteln bei mir. Ja. Digimon Tamer OC. Eigentlich peinlich, das zu sagen, aber... Was ist Digimon Tamer OC? Bitte nicht schlagen! Wow. Stefan, sorry. Ich habe nur noch Medikamente im Kopf. Hey. Wobei man das Zucker noch so sagen kann. Aber es tut mir leid. Nicht mit mir spiel, ich hab's dich durchschaut.
Danke. Danke, Spiel. Uff. Das Ding ist, ich habe mich, selbst wenn, ich habe mich nie weder mit Fanfictions noch mit sonst was beschäftigt. Ich war eher so, ja, ach so. Ja und so. Ja. Ja, ich, wie gesagt, war halt nie so richtig, also, ich hab's halt zwar alles gesehen, aber das Ding ist wirklich so, szenetechnisch hat's mich, bin ich eigentlich erst relativ spät reingeschlittert. Nee. Schon, doch. Aber da war für mich eigentlich immer klar, Ruru, fertig. Aber sonst so eigenen Charakter oder Fanfictions war ich nie drinne. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich bin erst mit meiner, ich muss gerade mal überlegen, wie war das denn? Moment. 9, 10 rum bin ich jetzt erstmal wirklich in den gesamten Kosmos von, ich sag mal, japanischer Popkultur reingeraten. Vorher, das war ja eher so, das war eher so, die klare abgetrennte Welt der Deutschen Demokratischen Republik, die auch noch mit nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung besteht, endet, ist darin begrenzt, dass du deine Ausbildung machst und alles andere ist Internet-Popkultur, die du noch nicht zu verstehen brauchst. So sah meine Welt aus. Oder um es anders zu sagen, ich war damals dann in Jena und da gab es sowas nicht. Und du hast dich da unter Popkultur, Subforen etc. zwar mal angeguckt, aber du dachtest dir so, hä? Verstehe ich nicht. Kann man das essen? Es war wirklich so, ohne Scherz. Und dann kam ich das erste Mal auf eine Veranstaltung in Frankfurt. Und da war dann erstmal so dieses... Das war dann wirklich so, da ging es erstmal los und da war dann alles und ich so... Nee. Das gibt es wirklich? Was ist das? Die Leute sind komisch. Es gefällt mir. Wie gesagt, also ich sag mal so, eigene Charts ausgedacht habe ich schon viel und auch dementsprechend, dass ich mir irgendwie da so gewünscht habe, also eigene Charts, sag ich mal so, meistens dreht es sich alles dann immer nur um den Gewürzprüfer hier. Aber es war dann halt meistens eher so, dass ich sag mal, haben immer gesagt, so durch einen dummen Zufall. Ja, für mich ist es halt immer so, ich rutsche durch einen dummen Zufall in irgendwelche Scheiße rein. So sieht bei mir immer mein eigenes Universum aus. Und ja, ich meine, ich finde es auf der einen Seite recht unterhaltsam, wenn ich mir das dann immer so überlege, wenn ich dann so die Welten sehe und man sich so denkt, das hättest du jetzt auch cleverer lösen können. Aber so richtig mit Original Character und so, schwierig. War halt meistens wirklich eher so, ich hätte das gerne bei mir, weil... Okay, Worldbuilding finde ich jetzt wiederum... Das Schlimme ist, Worldbuilding finde ich jetzt noch nicht mal so schwer, weil du musst halt für dich immer nur gucken, wie du das Ganze richtig verbinden kannst. Und wenn du da, ich sag mal, die Schwierigkeiten hast, machst einfach wie Marvel oder DC, sagst einfach Reset-Button, wir fangen nochmal von vorne an. Aber eher so diesen eigenen Charakter aufbauen, der nun wirklich fernab von dem ist, was normalerweise du bist. Boah, das finde ich wiederum schwer. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten, mich reinzuversetzen. Das meine ich ernst. Da habe ich wirklich die Schwierigkeiten, mich reinzuversetzen. Und das war auch wirklich das, was gerade ganz am Anfang mir so diese riesige Schwierigkeit gegeben hat. Ja, wie gesagt, ich schreibe, also wenn ich jetzt mir heutzutage irgendwie Stories einfallen lasse, auch jetzt so
Das war ja das, warum ich gerne mal Minecraft, so Minecraft-Roleplay machen würde. Es ist meistens mit einem Charakter verbunden, der entweder auf mir spiegelt oder auf etwas, was in dem Sinne so ein bisschen dem wiedergibt, was so eher so mein Ich ist, wenn ich mal so ein bisschen versuche, nicht aufs Normale oder auf die Norm zu achten. Da entstehen dann halt meistens immer zwei verschiedene Sachen. Entweder so eine Art gutherziger, aber leicht durch, also so Doc Brown-Verschnitt. Oder halt ziemlich hohler, eine hohle Birne. Wobei ich sagen muss, eine hohle Birne kriege ich sogar so schwierig hin. Also das hatte ich damals mal bei einem PNP sogar gehabt, wo mich der Game Master zu mir echt wirklich ein paar Mal ermahnen musste. Pass auf, du spielst deinen Charakter zu clever. Obwohl ich ihn halt echt durch so dumme Glück, so liebevollen dummen, so mit glücklichen Zufällen versucht habe zu schreiben. Es ist aber so schwierig. Aber da kriege ich halt eher diesen Doc Brown hin. Wobei ich dafür manchmal echt zu tollpatschig noch bin. Was los, Kermit? Vogel. Was ist mit deiner Cam los? Hä? Ach so. Ich wippe wieder mit dem Fuß. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich mich zu sehr konzentriere, dass ich mit meinem Fuß wackle. Das sind so Ticks, die ich dann habe. Entschuldigung. Das ist halt wirklich dieses... Man müsste es halt echt mal aufnehmen, wenn ich jetzt irgendwie am Spielen bin und total mich konzentriere oder versuche auch etwas zu sagen, dann habe ich meinen Fuß meistens so in einer 60-Grad-Position, sodass ich auf meinen Zehenspitzen bin und dann fange ich halt an, echt mit den Füßen zu wippen. Das ist, ja. Aber das hat halt nichts mit Nervosität oder so zu tun, das ist halt einfach für mich eine Konzentrationssache. Halt, ja, Ticks. Wobei man das jetzt halt... Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach ja, hier oben. Wobei man es halt nicht mit Tourette-Ticks verwechseln darf. Es ist halt einfach nur eine... Scheiße. Es ist halt einfach nur so eine Macke von mir. Was aber halt auch dadurch durch ADHS halt ein bisschen mit abfärbt. Dieses Level-Design. Ja, ich könnte es gerade auch vor Freude zerpflücken. Wobei man ja noch nicht mal sagen muss, dass es jetzt, das ist ja noch nicht mal ein richtiges Level in dem Sinne. Es ist ja eigentlich ein Standard-Level. Es ist Under Nowloon. Und ich finde ja, es ist schon mehr, als was es vorher war. Aber, dass ich nicht zum Froschi verpasse. Alles klar, Momo. Bis später. Wie gesagt, es ist, ich finde jetzt eher gerade... Oh, jetzt mache ich mal eben hier... Stopp mal. Rein. Hochsicherheit, beschleunigen. Beschleunigen, da. Also, muss ich es mal kurz überlegen. Ich komme hier nicht weiter, ich komme da nicht weiter. Ich muss... Das Loch war, ich glaube, für die Tonne. Nee. Okay. Das Loch führte mich dahin. Okay, und hier ist ein Loch, das führt mich wieder ganz zum Anfang. Shit. Ach Gott. Nun, haben wir hier zwei Löcher. Muss ich mal gucken. Hier oben das. Nicht dahin.
Wenn ich jetzt das hier nehme. Nicht da. Hä? Wenn ich da unten reingehe, komme ich da raus. Wenn ich jetzt wieder das da oben nehme, müsste ich quasi eine Endlosschleife haben. Hä? Ja, Endlosschleife. Hä? Wenn ich das nehme, komme ich unten raus. So. Hä? Das Loch? Bin ich gerade total plemplem? Führt mich an den Anfang. Das obere führt mich an den Anfang. Das hier führt mich an den Anfang. Und das daneben führt mich da oben hin. Moment. Kann ich mich also hier außen drum voll... Ach Gott, Spiel. Wollt ihr mich veräppeln? Schleich dich mal. One Punch Man, das wird lustig. Uff, was ist das denn? Ah, sie sind noch hier. Anscheinend nicht der Erste. Nein. Die Linie. Wir sind alle drei gleichzeitig angekommen. Ich bin zuerst angekommen. Anscheinend kennst du dich in Eden ebenso gut aus wie mit den besten Restaurants der Stadt. Ich schätze, damit bist du der erste Gegner, den es zu... Oh, wart. Schlagengilt. Du hast recht. Du hast recht. Er scheint am besten dazu geeignet, das Essen zu kritisieren. Was? Ich werde es ihm heimzahlen, dass er mich bei diesem Rennen geschlagen hat. Fun Fact. Die Musik, die jetzt im Hintergrund gerade läuft, das ist eigentlich das Team von Kaffee-chan. Kaffee-san. Ich komm gerade. Kyoko, wie sie heißt. Also Blondschopf. Ich werde es ihm heimzahlen, dass er mich bei diesem Mann geschlagen hat. Dann ist es entschieden. Wir werden ihn gemeinsam besiegen und anschließend kämpfen wir drei gegeneinander. Bereit? Los geht's. Jawohl. Wat? Er hat keine Chance. Wat? Wat? Kann ich bitte drüber reden? Uff. Gute Nacht. Strahl des Sieges. Okay. Autsch, der haut ja richtig Schaden rein. Oh shit. Das Problem ist, Odins Atem will ich definitiv nicht dabei haben. Außerdem, wie man jetzt gerade durch seine Schnelligkeit sehen kann, der kann mir einfach angreifen, der Idiot. Uff. Uff. So, Mu Paula hat mich fast besiegt. Letzte Aura. Oh, ich bin wach. Dann gleich mal ultimatives Uryuken. Ultimativer Schnitzelangriff. Ich hab noch Hühnerschnitzel.
Gemüse leicht würzen mit ein bisschen Salat dazu. Ich weiß, was ich mir zum... War das ein One-Hit? Uff Vedramon. Das ist auch schon ein Name. Hallo, mein Name ist Uff Vedramon. Uff. Bei der Macht von Ufskar. Ich bin One Uffman. Ich muss mal kurz was vorbereiten. So, Mutterklappe. One Uffman. Du bist so stark. Weißt du, was mir so fehlt? Wenn ich es mal einmal so zusammendrückt und sage, können wir das nicht noch mal ausdiskutieren? Irgendwie das fehlt gerade. Diese Bubis. Du hast uns vermöbelt. Das Recht, das Essen zu kritisieren, ist dein. War nur ein Scherz. Hä? Dachtest du wirklich, das würde so einfach sein? Hä? Es braucht mehr als das, damit wir aufgeben. Stimmt doch, Vivi, Kentarusmon. Richtig, richtig, so leicht geben wir nicht auf. Nächste setzen wir die... Was? Werden sie einfach weitermachen, bis sie gewinnen? Hab doch schon genug für diesen Fall getan. Ja, ich glaube, ich gehe einfach. Hey, du kannst nicht aus einem Kampf weglaufen. Warte, lass mich das Essen kritisieren. Es war mal wieder ein sehr verrückter Tag. Solche Sachen passieren häufiger, seit ich diesen Menschen getroffen habe. Aber... ich scheine meinen Vorteil verspielt zu haben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Hallöchen, Kavoru. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Die Frau hatte Brüste. Und das nicht zu wenig davon. Und sie wusste, sie zu präsentieren. So kann man es zumindest irgendwie bezeichnen. Nun. Ich würde sagen, Turm der böser Drache machen wir als nächstes, weil, also nächste Woche dann. Nächste Woche bin ich unterwegs. Nächste Folge dann einfach, weil wenn wir damit jetzt anfangen und dann mittendrin festsitzen, wird halt auch schwierig. Ich gucke mal, was Glaube an die Götter, Glaube an Gott ist. Wenn ich Angst habe, dass... Wobei, ich hoffe, dass wir jetzt nicht mit Kacke enden werden. Wir haben schon den Stream mit Gott begonnen. Und ich hoffe, das wird sich nicht wiederholen. Anhänger eines Drachen zu sein, klingt sehr seltsam. Ich werde mal genaueres erfragen. Im K-Café. Der Gott des Kott. Bist du Haki-san? Der Jünger des Drachen meinte, dass uns jemand hier helfen würde. Seinetwegen bin ich hier. Ich wusste es, du bist Haki-san. Ich konnte von der Straße aus schon den Saft des Desasters spüren. Was? Den Saft des Desasters? Liebe Übersetzer, warum habt ihr nicht einfach den Geist oder die Macht des Desasters übernommen? Warum Saft? Sind wir hier bei Spaceballs? Ich habe Saft, aber er hat keine Macht. Doch, dass ich rülpse. Aber mir auch nicht. Den Saft des Desasters. Uff. Na gut. Ach, Saft ist der Menschenwelt eine Aura.
ein sehr schlechtes Zeichen. Am liebsten würde ich jetzt schon einen Kermit übergeben. Einfach so aus Gründen. Diejenigen, die vom... Mach jetzt ein Trinkspiel draus. Ich darf ja keinen Alkohol zu mir nehmen, gerade auch, weil ich erkältet bin, aber... Ich werde jetzt einfach, jedes Mal, wenn sie Saft sagt, einen Schluck trinken. Einfach so. Also, wir fangen an mit dem Saft des Desasters. Oh, Möb, geh heim. Geh heim. Oh, geh einfach heim. Geh dich in die Ecke schämen. Oh. Und dienen, um den Saft loszuwerden. Digimon Story Cyberschleutz Hackers Memory. Es ist kein Zufall, dass du uns helfen willst, Haki-san. Es ist unvermeidlich. Da war die Hand des Drachengottes am Werk. Keine Angst. Glaub an den Drachengott, dann wirst du den... Saft? Das Desaster ist sofort los. Sorry, not sorry. Was? Deswegen ist falsch jetzt? Du hast kein Interesse an unserem Gott? Sei doch nicht so schüchtern, das muss ja nicht peinlich sein. Ach, warte, geh nicht, ich verstehe. Gehen wir in die Kirche. Moment. Ich muss mal ganz kurz nur ein bisschen was vorbereiten. Für den Fall. Ich muss mal kurz auf. Hilfst du mir vorher ein paar Handzettel für unsere Kirche zu verteilen? So, ich hoffe mal, das hört man jetzt noch nicht. Ja, doch sollte so passen. Okay, ich hoffe mal, das ist jetzt soweit auch okay. Heute habe ich noch nicht mein Soll erreicht. Ich habe meine Pflicht noch nicht erfüllt. Wenn ich meine Pflicht nicht erfülle, werde ich unglücklich und dann überflutet mich der Saft. Des Desasters. Danke, dass du dich um mich sorgst. Hilfst du mir jetzt, diese Zettel zu verteilen? Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Verteilen wir sie auf dem Weg zur Kirche. Okay, wir sind hier in Akihabara, dem heiligen Boden unserer Kirche. Verteilen wir die Zettel. Mach die Passanten auf dich aufmerksam und gib ihnen die Zettel. Aura, Spirit. Power. Ich gehe nach da drüben und verteile auch welche. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Hi Michael, bist du wieder aus dem Grab auferstanden? Au! Dieses Spiel. Es fehlt nur noch, dass wir jetzt an irgendwelche Soldaten das verteilen. Was ist das, ein Zettel? Von der Kirche? Den will ich nicht. Ich tue, was du predigst. Dann werde ich nur arm. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir das irgendwie an irgendwelche Soldaten verteilen sollten oder an die Polizei. Dieser Zettel, bist du auch ein Mitglied in der Kirche? Ich dachte, ich könnte sehen, wie ich fromm. Was? Ich dachte, ich könnte sehen, wie fromm und fröhlich du bist. Nein. Du kannst das sicher sehen, aber seit ich in die Kirche eingetreten bin, strotze ich gerade so vor Glückseligkeit. Folgen wir weiterhin unseren Lehren und beten wir uns zu unserem Gott. Moment. Folgen wir weiter unseren Lehren und beten zu unserem Gott. Oder so. Nein, Step it.
Eigentlich das, was Momo sagt, aber Spiel halt. Ach, jemand von deiner Kirche hat mir gestern in der Stadtmitte einen Zettel gegeben. Du verehrst einen mächtigen Drachengott, der über die Zerstörung wieder Geburt herrscht? Da stand, dass dein Gott fantastisch ist. Angeblich bringt er ewige Glückseligkeit, wenn man an den Gott glaubt. Aber ich bin da skeptisch. Oh Mann. Nein, noch nicht. Ach, ist das ein Coupon? Was? Nur ein Zettel? Nein, danke, den kannst du behalten. Oh nein! Matayoshi, na, das gibt jetzt Spaß. Was soll denn der Zettel? Du gehörst doch nicht zu der Kirche, oder? Du musst es nicht verstecken. In diesem Land gilt Religionsfreiheit. Du kannst glauben, was du willst. Aber irgendwas stimmt mit dieser Kirche nicht. Bei unserer Hotline rufen ständig Leute an, die sagen, dass sie betrogen worden sind. Du willst mehr wissen? Naja, leider darf ich nicht mehr sagen. Es gibt da, naja, dieses nervige Gesetz zum Schutz persönlicher Informationen. Das heißt DSGVO, weißt ja. So, Richtlinien und so. Frag doch mal am besten jemand anderen. Irgendwas ist hier komisch. Ich bitte die Frau, die mal in der Kirche war, um genauere Informationen. Uff. Für mich bitte keine Zettel. Ich glaube, für dich ist das Einzige, was du an Zettel möchtest, den gelben Schein, oder? Kavohu. Oder ein hübsches Foto. Lass mich in Ruhe. Ich will mit deiner Kirche will ich nichts mehr zu tun haben. Egal wie oft du mich nervst, ich kaufe kein sogenanntes Weihwasser. Heißt, du weißt nicht über Weihwasser Bescheid? Hä? Bist du erst noch getauft? Verstehe, dann will ich es dir erklären. Wenn du die Kirche beitrittst, erhältst du ein Fläschchen. Die Kirchenoberen sagen, dass es mit Weihwasser gefüllt ist, das die Macht ihres Gottes enthält. Nun, ich möchte nicht wissen, was das für Weihwasser ist oder besser gesagt, wie das da reingekommen ist. Ist es gelb? Natürlich gibt es das nicht kostenlos. Es kostet 100.000 Yen. Nope. Sie haben gesagt, dass es normalerweise das Doppelte kostet und ich mir die Chance auf den halben Preis nicht entgehen lassen soll. Ich putze mal eben die Nase. Viel Spaß mit Weihwasser. So. Außerdem hieß es, dass ich vom Pech verfolgt werde, wenn ich es nicht kaufe. Sie wollten mich einschüchtern. So viel steht fest. Ich habe sich um Gott um Glück gebeten und habe mehrere Flaschen Wasser gekauft. Das hat mich unglücklich und arm gemacht. Auf Online-Foren meinten viele Leute, dass diese Kirche irgendwie suspekt ist. Ach, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Gib bitte acht. Okay. Ach, du hast ja alle Zettel verteilt. Danke. Ich bin auch fertig. Gehen wir zur Kirche. Hier entlang. Piep, bop, bop, piep. Was? Du willst erst fragen, der Preis für Weihwasser? 100.000 Yen pro Flasche? Das stimmt. Das Wasser enthält wirklich die Macht unseres Gottes. Natürlich ist es teuer, nicht wahr? Aber wenn du deine Pflicht mit dem Zettel erfüllt hast, erhältst du einen Rabatt von 30%. Alles klar, Kavoru. Und ich glaube, du hast gerade... Bleib ruhig dran, ich bin nicht mehr lange on. Also 10 Minuten, dann hast du den Frosch. Glaub mir, es wird besser. Immer gut im Saft bleiben, Akisa. Was? Das ist ein Schnäppchen. Unser Gott ist wirklich gütig. Für 100.000 Yen. Schau nicht so. Selbst ich finde das ein bisschen seltsam. Die Jünger des Drachen möchten, dass du alle negativen Dinge löschst, die im Netz über uns geschrieben worden sind. Was?
Verstehe ich, aber es geht zu weit, all diese Leute zu identifizieren und sie zu bestrafen. Was? Nein. Er hat uns noch nicht aufgetragen, sie zu bestrafen. Aber ich glaube, dass er das plant. Langsam glaube ich, dass er vielleicht zu weit geht. Jo. Aber wenn ich mich gegen die Kirche stelle, werde ich unglücklich. Mein Rang ist zu niedrig, um das zu tun. Und Götter, beziehungsweise unser Gott, könnte existieren. Was für ein Dilemma. Ich wünschte, jemand könnte der Sache für mich nachgehen. Es muss doch jemanden geben. Zwinker. Ah, du glaubst... du brauchst gar nichts zu sagen. Ich kann in deinen Augen sehen, was du sagen willst. Du willst für mich nachforschen und zur Kirche anstellen, nicht wahr? Ich bin dir wirklich dankbar. Viel Glück. Normalerweise würde ich ja nach mehr Informationen zu einem Fall bitten, aber es wird irgendwie überrumpelt, Nachforschungen zu dieser Kirche anzustellen. Naja, die Wahrheit über die Kirche herauszufinden, sollte interessanter sein, als die Leute zu identifizieren, die sie kritisiert haben. Ich werde die auf den Zettel genannte Webseite mal hacken. Mal schauen, was ich so finde. Was? Des Drachenschrottscheines? Schreines? Na gut. Ach, ich kann jetzt sogar da unten hin. Cool. Nun, dann wollen wir mal uns diesen Drachenschrottgott mal näher anschauen, würde ich sagen. Uff. Hi, Wormon. Gleich wird's peinlich. Möchtest du mitkommen? Wir gehen einen Drachengott verhauen. Uff. Hi, Mirai. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, warum ich mir das antue mit den Digitieren und Numemons und so, aber irgendwie habe ich doch Interesse daran, mir so eine Numemon-Armee aufzubauen. So, haben wir das erledigt, dann... Irgendwie tut es mir leid, dass ich Kudamon gleich wieder zurückdigitiere zu einem Numemon, aber ach, egal. Geht halt nicht anders. So, kann ich jetzt auf Platinum-Memon gehen? Gott, das ist irgendwie so, naja, nicht unbedingt das, was ich... Drachengott schreien. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier hin... kommen. Okay. Es sieht zumindest schon mal recht interessant aus. Oh. Ganz wichtig, Nightmon sollten wir gleich als erstes irgendwie ausschalten, weil der kann im Zweifelsfall uns richtig böse verhauen. Und uns unseren Saft entziehen. Saftsack.
Ja, Hashtag Saftsack. Aber ich guck mal, dass ich das Ganze ein bisschen beschleunige. Ja, stimmt, heute stimmt ja. Heute fängt Schweinsgate an. Mit Kermit, unserem Frosch. Der wieder die armen Bananen, der wieder seine arme Banane da irgendwelche in irgendwelche Mikrowellen reinstopft. Heute 5 Stunden Schweinsgate? Oh, Kermit. Was ist das denn für ein Viech? Bananen? Mikrowellen? Solange bis ich alle ins Bett gate. Ja, ich gate mich... Yo, ich gate mich gleich erstmal in die Küche und mach mir noch ein leckeres Brathähnchen. Ich habe hier heute meinen kannibalistischen Ziel. Ich bin hier heute meinem Himmel, Herrgott, ich kann nicht mal reden. Fuck! Ich schweig mich gleich aus. Kermit übernehmen Sie für mich. Ich gehe jetzt noch eben den Gott verhauen und dann hast du viel Spaß mit den Frauen. Weil ich muss erstmal diesen ganzen Kott verdauen. Und die Leute können bei dir weiterschauen. Nun. Der Saft. Das wird mir jetzt zu blöd. Chris, wo ist der Deinhard? Gott, Zylo. So, gehen wir mal Götter verhauen. Willkommen, Kind. Ich bin der Jünger des Drachen. Ein loyaler Diener des Drachengottes. Was? Ich bin Goldramon, Gott der Zerstörung und der Wiedergeburt. Ah, ja. Warum suchst du nach mir? Was hast du mit unserer Kirche zu tun? Ja. Sie wissen nicht. Aixai! Mal sehen, was ich herausfinden kann. Das besondere Wasser. Das besondere Wasser, das die Macht des Drachengottes enthält und Traurigkeit entgegenwirken kann. Ah, du hast mal 32 Jahre hin. Wenn du der Kirche mal erhältst, einen Rabatt von 50%. Bist du gewillt, dich dem großen Drachengott hinzugeben? Gott, wie kannst du es wagen, solch eine Anschuldigung zu machen? Scheinst du deinen Ketchup-Verhalten festzuhalten. Und wo steht denn das Kind? Jetzt wirst du erfahren, was mit jedem passiert, die dem großen Drachengott verhöhnen. Goldramon, zerschlage ihn. Nun. Lange Rede, kurzer Prozess. Kermit, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich beeile mich mit dem Drachengott-Schrott. Und dann übergebe ich natürlich auch direkt an dich. So. Und Schlack. Auen, Lukas. Oh. Zing, zing, platt. Und zum Schluss gibt's noch einmal einen Heiligen auf die Glocke. Ding, dong, fertig. So viel zum Thema Gott. Oder wie Hulk so schön sagen würde, mickriger Gott. Wie?
Wie kann ein Kind über so viel Macht verfügen? Was für eine Verschwendung, sie nicht vollends auszunutzen. Arbeite mit mir zusammen, dann können wir richtig viel Geld scheffeln. Hä? Gemeinsam werden wir unaufhaltbar sein. Gefällt mir. Danke, Mensch. Du hast meine Augen geöffnet. Ich bin gekommen, um den Gläubigen zu helfen, aber durch diesen raffgierigen Halunken bin ich vom rechten Weg abgekommen. Ich hätte nicht wegschauen dürfen, während er Leitungswasser zu horrenden Preisen verkauft hat. Ich werde diesen Ort nun verlassen. Die Kirche ist Geschichte. Auf Wiedersehen, Kind. Haki-san, hast du über das Weihwasser etwas herausgefunden? Ja. Was? Es ist bloß Leitungswasser? Das kann nicht sein. Hast du dafür Beweise? Ich muss also selbst entscheiden, ob ich dir glaube oder nicht. Naja, um ehrlich zu sein, ich habe es selbst gesehen. Die Kirchenoberen haben die Weihwasserflaschen mit Leitungswasser gefüllt. Hä? Ich habe mir eingeredet, dass ich mich geirrt habe, dass diese Flaschen bloß gewaschen hätten. Oder so etwas in der Richtung. Aber das war nicht der Fall. Die Lehren der Kirche, dass das Weihwasser göttliche Macht enthält. Nur eine einzige Lüge, oder? Heißt das, dass unser Drachengott nicht existiert? Er existiert, aber er ist jetzt verschwunden, was? Das verstehe ich nicht. Nach meinem Beitritt zur Kirche dachte ich, ich hätte endlich mein Glück gefunden, aber das Weihwasser war nur eine Betrugsmasche. Woran soll ich denn jetzt glauben? Glaube an dich. Ich verstehe. Wenn ich an keinen Gott glauben kann, soll ich einfach an mich glauben. Jo. Ab jetzt werde ich an mich glauben. Ich muss der Weg zum Glück sein. Es ist viel besser, als an eine betrügerische Kirche zu glauben. Bitte nicht im realen Leben so, ziehen. Also bei zumindest katholischen schon so. Und den anderen. Ja, egal. Egal. Man darf nicht so gutgläubig sein wie ich sein und sich einen seltsamen Kult anschließen. Ich muss es den anderen Gläubigen erzählen. Danke für alles. Na, geht doch. Mehrere Tage später. Hallo Haki-san, danke nochmal für neulich. Ich habe es endlich getan. Hast du es noch nicht gehört? Ich habe heimlich gefilmt, wie die Drachenjünger und die anderen Leitungswasser als Weihwasser verkaufen wollten. Und das Video ins Netz gestellt. Was? Seitdem gab es eine Menge Kommentare auf der Website der Kirche. Wahrscheinlich steht sie bald vor dem Aus. Manche Leute haben mich als Göttin bezeichnet, weil ich die Wahrheit ans Licht gebracht habe. Als ich das Video hochgeladen habe, habe ich deinen Ratschlag erwähnt, dass man an sich selbst glauben soll. Der Ratschlag verbreitet sich jetzt wie ein Lauffeuer. So wie alle davon reden, könnte es die Grundlage für... für eine neue Religion sein. Danke für alles. Mein Video wird so oft aufgerufen. Ich erhalte sogar Spenden von Leuten, die mich unterstützen wollen. Ich werde dich gut bezahlen. Gut, 1.000.000 Yen. Ja, das glaube ich auch. Das ist... Wir gucken einfach mal, was es jetzt innen an Kohle gab. Nur 11.000, das ist ja Schweinerei. Nee, so mache ich nicht mal weiter. Das ist mir zu wenig Geld. Nicht nur deswegen, sondern einfach auch, weil wir leider Gottes maßlos wegen diesem Drachengott überzogen haben. Sorry nochmal an Kermit. Ich hoffe, du stehst weit in den Startlöchern. Ich muss gerade nur mal mein Spiel speichern, ansonsten habe ich gleich... Da haben wir das nächste Mal einiges wieder nachzuholen. Und da habe ich, denke ich mal, haben wir alle irgendwo keine Lust drauf. Was? So. Aber worauf wir auf jeden Fall Lust haben, ist ein neues
Spiel von unserem lieben Feldwald- und Wiesenkrächzer. Ich mache die Kurzversion und wünsche euch viel Spaß bei dem nun folgenden Programm. Denn, wie gesagt, unser lieber Kermit versucht mal wieder irgendwas mit Mikrowellen und Bananen durchzuziehen. Und vielleicht findet er da auch ein paar Sachen heraus, die, ja, euch zum Staunen bringen. Wir wissen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel Spaß bei der neuen Virtual Story von Kermit. Steins Gate Elite. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wie gesagt, ich nächste Woche Pause, in 2 Wochen gibt es mich dann wieder und ich hoffe mal, dass wir dann endlich vorankommen in der Story. Daher die Kurzversion jetzt. Endgültig, ich bin raus, Vogel aus. Tschüss.